Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Mortal Kombat 1 Video und wir vielleicht diejenigen, die mich schon länger verfolgen, wissen, hey, ich mache nicht nur einen Arcade Run, ich mache auch ein Survival und einmal ein Endless Run. So, dann wollen wir mal schauen, wie lange wir das durchhalten, natürlich auf Medium und dann wollen wir mal schauen, wie weit wir kommen. Ich habe es privat nicht höher geschafft als 8. Ja, ich bin da jetzt nicht sonderlich krass gut. Ich glaube, das höchste war tatsächlich mit Li Mei, glaube ich. Müsste ich nochmal selber gucken. Aber ja, das können wir überspringen, weil es geht ja hier um die Kämpfe. Ja. Ja, jetzt werdet ihr mal den normalen Zahn sehen. Ja, das wäre jetzt natürlich. Finish him. Ja, war mit meiner Melody. Also der Arcade Run, der war ja wie gesagt ein Tower of Time und da kann man ja seine verbesserten Charaktere benutzen, die man hier auf dieser Map benutzt und ja. Und hier ist der Schaden wieder normal. Wie gesagt, das sind hier die Classic Towers und dort kann man ja Survival und Endless Run machen. Sonst hätte ich das genutzt, um ein paar Level weiterzusteigen. Aber ich habe gemerkt, es gibt nicht viel. Hey, Mirror Match! Naja, es gibt nur eine. Das bin ich. Aber interessante Farbwahl. Cyrex hat noch nicht so viel. Ich meine, die ist ja quasi vor kurzem noch rausgekommen. Ist auch mein erster DLC-Fighter, den ich tatsächlich eigens erworben habe. Und die haben bis Level 16. Also das heißt, da passiert nicht jetzt viel. Ja. Johnny Cage. Aber ich habe mich relativ einspielen können. Cyrex ist ein Charakter tatsächlich, die braucht wirklich nicht viel KPO. Das ist ja tatsächlich, um Schaden zu machen. Schon der dritte Kampf und es wird problematisch. Das ist ja lustig. Oh Mann. Aber das Problem ist, die KI, die duckt sich schon manchmal echt. Oh!
Ah, das war Combo. Sehr schön. Brutality. Cyrax wins. Ich find's cool, dass bei dem Brutality die Classic Gewinnpose da ist. Ashura. Jax. Ashura könnte gefährlich werden. Who gave you- Round 1. Fight. Weg. You cannot best Ezaki. Brutality. Cyrax wins. Sindel. Motaro. Zaki, ich weiß jetzt nicht wirklich, was das bedeutet. Vielleicht weiß das ja einer von euch. The stress of time. Round 1. Aber scheint ja wahrscheinlich was mit ihrem ja, schon wieder. Ah, oh, das hat er sich gemerkt. Verdammt. Naja, dann doch mal. Animality. Cyrax wins. Na, Serena. Ich habe für Serena was freigeschaltet. Ja. Ja, mit diesem Cameo habe ich mich irgendwie ganz doll angefreundet, aber das ist ja auch so ziemlich der, wird schon versagt, der, ja, der Easy Pick, wenn man Schaden, diesen Schaden mit bekannt wird. Ach. Be glad death has come. Brutality. Cyrax wins. Bum bum. Bum bum macht's. Ja, ich bin nicht so krass mit diesen Setups hier. Ich kämpfe tatsächlich ein bisschen mehr. Klar, ein bisschen Bombe mache ich. Draco. Ich nutze mehr die Bomben Scorpion. In den Strength. Your blood. Round 1. Fight. Oh, Reiko, ey.
Da. Be glad death has come. Da haben wir selbst den Klassiker geschafft. Hey. Mann, Mann, Mann. Oh, bisher läuft's. Sub-Zero. Bisher Sub-Jinko. Geht das ja noch. You scared your round one. Fight. Oh ja, come on. Da. Da. Weg mit dir. I had hoped for more. Brutality. Cyrax wins. Raiden. Cyrax. Ja, das könnte jetzt, weil da Raiden ziemlich gute Schläge hat, das könnte jetzt schnell vorbei sein. Naja, bleiben wir mal normal. Aber wir haben mittlerweile keine Energie mehr, okay. Da können wir mal probieren, ob ich tatsächlich mal meinen Maximalschaden rausballer. Bei Kitana wird es schwer. Aber wollen wir mal schauen. Da war ein Fehler. Ich merk schon. Ja. Das war ein verdammter Fehler. Kitana wins. Aber ich habe mehr gewonnen als sonst. Also 10 Kämpfe, das geht in Ordnung, finde ich. Difficulty Multiplier, ja, 4,1 Millionen. Das ist jetzt das Höchste, was ging. Ja. Okay, meine Damen und Herren. Dann würde ich sagen, dann wäre es das mit dem Survival Run mit Cyrax. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Mortal Kombat bzw. Fighting Stage Zeug gefällt, dann lasst doch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und wenn ich
Und dann würde ich sagen, ich bin die Kay, das ist Game Stage 5. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Mortal Kombat.